bin gespannt, ob es überhaupt jemanden geben wird, der jetzt Sonntag um diese Uhrzeit auf die Idee kommt, unseren Stream zu hören. Muss ich erstmal die Boxen hier ausmachen, so. Und naja, ich hatte einfach mal Lust, das anzumachen. Ich spiele so oder so aktuell GTA 5 mal wieder ein wenig. Wir brauchen das auch für ein Video, was wir geplant haben. Und daher war das jetzt eh eingerichtet. Mir ist langweilig. Scheiße, es ist Sonntag, morgen ist Montag. Warum nicht eine Runde GTA 5 auf der PlayStation 4? Ich habe es damals auf der PS3, so wie es sich gehört, als GTA-Fan schon durchgespielt und mir letztes Jahr nochmal für die PS4 gekauft, weil ich einfach Bock drauf hatte. Und spiele das seitdem aber letztes Jahr, ne? Normalerweise müsste ich längst durch sein. Ich spiele das immer nur so bröckchenweise. Und warum nicht streamen, wenn ich es eh anhabe? Ich muss jetzt hier mal gerade noch das Ganze auf so Social Media mäßig teilen. Und dann hoffe ich, dass irgendwer reinkommt. Wenn nicht, dann ist es halt so. So. Et voilà. Ich denke, das Wichtigste habe ich abgedeckt und kann dann gleich auch mal loslegen. Muss ich mir hier noch meine Frisur richten, die dank des Kopfhörers jetzt so wunderbar aussieht. Und ich entschuldige mich jetzt schon fürs Knacken und auch für den Hintergrund. Der sieht die nächsten Male vielleicht besser aus, weil wir alles, was jetzt, wo ich sitze, wird auf die Rückseite gebaut, neben das Fenster und das andere in diese Richtung, ja? Also es wird komplett in die andere Richtung gestellt, beide Seiten, um das Fensterlicht auf einen zu werfen und nicht hinter einen. Eigentlich ganz schlau. Warum sind wir da nicht schon früher drauf gekommen? Ich hoffe, dass tonmäßig alles funktioniert. Ihr werdet es wahrscheinlich bei der Aufzeichnung logischerweise bringt es keinem mehr etwas zu sagen, aber wenn jetzt gleich irgendwer zuschauen sollte, wird sicherlich jemand Bescheid geben sollen können und dann werde ich das sicherlich anpassen. Ich bin gespannt, ob überhaupt die Aufzeichnung auf YouTube landen wird, wegen der Musik in dem Radio hier bei GTA. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das ohne Musik halt einfach komisch ist. Und deshalb gehe ich das Risiko jetzt ein. Beim Video, was wir geplant haben, werden wir das Autoradio ausstellen, einfach um zu vermeiden, dass das, was halt auf YouTube kommen soll, da dann irgendwie nicht verfügbar ist. Das wäre halt scheiße. Da können wir das Radio dann manuell vertonen. Oh, ja. Zuletzt hatte ich die Mission, wo man so einen Hubschrauber von diesem Militärgelände klauen musste. Und habe jetzt die darauffolgende mit Trevor. Ich weiß nicht, wenn ihr GTA 5 schon gespielt habt, werdet ihr das vielleicht kennen. Und natürlich an dieser Stelle, ich bin eine Weile schon in der Story drin von GTA 5. Wer das Ganze noch nicht gespielt hat, wird hier, ja, voraussichtlich ein bisschen gespoilert. Aber das Spiel ist 6 Jahre alt. Und ich denke, da ist es eigentlich, also da sollte man es dann schon gespielt haben, wenn es einen interessiert. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sich Spiele gerne als Let's Play oder so angucken und es eigentlich gar nicht selber spielen. Und das ist für die in Ordnung. Meins wäre das natürlich nicht. Ich muss immer alles selber spielen.
Absolutely, yeah, yeah. You killed people, you tortured people, committed a litany of other crimes. Oh, we're so straight, you and me, we're air. Here's Trevor. Gee, right! Looky, looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts! Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid! It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're gonna use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bombs are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. You know, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic Blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're going. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. They are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. So, jetzt darf ich auch wieder ran. Verlasse das Gebiet, alles klar. Ich hoffe, dass das nicht zu laut ins Mikro schreit. Ich halte es einfach mal ein bisschen weiter weg. Ich habe jetzt einfach mal aufgelegt. Ich hoffe, dass das trotzdem lang genug war fürs Spiel. Aber das kommt mir schon relativ laut vor. Ah, ein Fluchtfahrzeug brauche ich oder was? Oder wie? Oder was? Oh, pardon. Oh, ich will immer die Karte mit dem Touchpad öffnen.
ich dir nochmal die Radiosender rein. Ah. Oh, super, habe ich das gemacht. Oh, shit. So much smoke. Step out my rig right now. I gotta get my eyes checked. Na, wenn der mich nicht noch mal aus dem Auto rauszieht. Ach, er rennt weg. Was eine Mimose. Schön Fernlicht anmachen. Na toll, jetzt werde ich wieder angerufen. Tow truck is at the lot. War ja nicht so viel. Das habe ich gar nicht bedacht, dass da einiges auch aus dem Controller rauskommt. Und ich glaube, das ist ein kleines Stückchen zu laut für das Mikro jetzt hier. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Na toll, ich liebe das ja, wenn ich so ohne Auto dann am Ende dastehe. Da kommt was angefahren, schnell hin. War mir irgendwie klar, dass das passiert? Eignet sich nicht als Fluchtfahrzeug, ja. Ich hole gleich schon noch eins. Oh,
Also schön drin sitzen bleiben, Lady. So. Als Fluchtfahrzeug, aber brauche ich für diese nächste Aufgabe da sicherlich auch nicht. Noch nicht. This is music from the West Coast. There's a punk scene in Liberty City, and of course London. But these are the real sounds of southern San Andreas. What is it about great weather that makes everybody batshit? Why does nobody here really work? Why do we build a city in the desert? Ist auf einer Straße. Ach Gottchen. Gleich nicht mehr. Ups. Nicht Franklin. Michael brauche ich. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Davis. Ach, guck an, das hier ist doch ein richtig geiles Auto. Aber der hier, so ein Smart-Verschnitt, den nehme ich jetzt. Oh, ich dachte, da könnte man durch. Die Karre ist der Hammer, ja. Warum machst du eigentlich immer diesen bekloppten Oktopus? Das Penisfechters hat. Ja, das habe ich extra da so stehen gelassen. So lange, bis jemand das bemerkt. Kauft drei Masken. Ah, ja. Nämlich jetzt die dümmsten, die ich kriegen kann, oder? Ah. Obwohl, diese Jason-Verschnitt-Dinger sind halt natürlich auch nicht schlecht. Erstmal nehmen wir dieses Schwein. Dann diesen, na wohl. Die hier.
Na, warum nicht mal ein bisschen cool sein? So. Schwein, wie gut, dass ich jetzt hingeguckt habe und tatsächlich schon eine Schweinemaske gekauft hatte. Jetzt wieder in meinen schönen Smart. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Ah, das ist so geil, das Riesenrad da hinten. In die Achterbahn. Es ist wie eine Mücke, die ins Licht fliegen muss. Ich muss schnell umdrehen. Ach, da muss ich bestimmt Waffen holen. Ich kriege das alles gar nicht mehr zusammen, wie das vor sage und schreibe 6 Jahren war. Meine Fresse. Mann. Mache ich wirklich alles richtig toll. Man kann es nicht anders sagen. Oh, den will ich haben. Bei Vice City gab es ja auch dann immer diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, dieses Cabrio. Wenn man das irgendwo gesehen hat, hat man alles stehen und liegen gelassen, um das zu fahren, bis man dann halt irgendwo vorfährt und es explodiert. Aber das war damals so. Overworlds. Aha. I should probably remind you it's paying customers only. Nehmen wir doch einfach den, den und den. So eine Panzerung könnte ich mir auch mal schnell kaufen. Kann man immer gebrauchen. Oh. Ausgang ist da. So, was muss noch gemacht werden? Can come off the shopping list.
Hier musste ich jetzt hin, weil... Wo ist denn die Markierung hin? Ich fahre einfach wieder weg. Habe ich mich verfahren oder was? Wie kann denn das passieren? Ach, wie dumm. Klar. Klau den Müllwagen, alles klar. Wie wär's, wenn ihr mal anhalten würdet, ihr Pisser? Hm, 2 Sterne, na super. Mit sowas zu flüchten, finde ich ja immer besonders geil. Weil ich jetzt schon wieder an so einem blöden Laternen- oder Stromnetzmast hängen geblieben bin. Als wäre es ein riesiger Betonklotz. Oh je, Scheiße. Oh. Könnte eine knappe Angelegenheit werden hier, die Flucht mit diesem Scheißauto. Und wenn es mir dann glückt irgendwann, dann zerschrotte ich das Ding. Wie das immer so ist. Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder rauskommen. Komm ich da lang? Nee. Wieder zurück. Oh, ey. Bin ich froh, dass ich sowas im echten Leben nicht fahren muss.
So, ein Fahrzeug nach dem anderen setze ich hier ab. Die können sich glücklich schätzen, dass sie mich haben. Sanitation truck's there now, so don't you bother. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. So. Ich habe den Eindruck, dass das Hauptbild, die Facecam geht, aber dass der Rest, dass die Qualität noch nicht da ist, wo wir sie haben wollen vom Stream. Ich weiß nur noch nicht so ganz, was ich da machen kann. Ruf mir jetzt ein Taxi, ich habe jetzt keine Lust, ein Auto zu suchen und zu fahren. Would you send out a cab post haste? On its way, sir. Thanks for calling. Glad to hear it. Na, wo bleibt's denn? Ich dachte, ich hätte ein Taxi bestellt. Da kommt's. Gott sei Dank. Hey, my man, where are you going? La Puerta. Right away, sir. So, dann fahr mal. Kann ich den auch mal ein bisschen zwingen, sich ein bisschen zu beeilen und auf keine Verkehrsregeln mehr zu achten? Fährt halt auch nicht besser als ich. Es dauert ja Jahre. 2,5 Kilometer noch. Pisswasserpilz. Wie das wohl schmeckt. Ey, bei der Fahrt werde ich ein Jahr älter. Könnt ja auch überspringen, aber das kostet mehr Geld. Noch bin ich nicht reich bei GTA 5. Irgendwann ist man da echt, Geldsorge hat man da dann nicht mehr.
Ey, jetzt sind wir fast da. Jetzt musst du dich ja auch nicht mehr so anstellen. $32 für so eine Scheißfahrt. Geiler Helm. Kann ich mich nicht mal umziehen? Okay, dann nicht. Hello, Trevor. I missed you. Hello, Wade. I missed you too. Hello, Trevor. Oh, there. Hey, Hot Lips. Where you been hiding? No, nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little, loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker! Good. Where's the surrogate child? Who? Die Szene fand ich damals super cool, das weiß ich noch. Not like that. What's not like that? Oh, hey. Hey there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You owe me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out, and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds, but for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got not the fuck, get out of here, all right? Now, Floyd here works with the port. He puts me onto Meriwether security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems, no major heat. Let's get going, all right? Take our slightly pasted vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks! Sandy Shores Airfield, if you please. So, dann wollen wir mal auf zur großen Mission. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are workshy, repeatedly. But this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. Ein Satz mit X. Das war wohl nix. More of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we can... Oh, shit! Give your passenger some warning, eh? Ich merke ab und an aus dem Blickwinkel, Augenwinkel, dass das teilweise relativ verpixelt, das Bild auf Twitch. Das nervt mich etwas. If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me. Nice. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still.
Trevor. It's a business, Michael. An honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MCLLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Yeah, you're a serious businessman. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy, whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah, a country fully... Kann ich eigentlich, während ich spiele, Entschuldigung, dass das jetzt stockt, probier da mal gerade was aus. Und ich hoffe, es ist jetzt nichts Negatives passiert. That's just what this world needs. Shit would get done. Hallo, Hafi. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think schön, dass du da bist. No, hey, look, hey, the God is all just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine vet. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper there. Oh, scheiße. You're both getting in. Da habe ich vor wegen dem Busch nicht die Leitplanke gesehen. And flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's tested. Hallo, ich will links abbiegen, da hast du dich dann danach zu richten. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxed. If stealing a prototype like this from the government was relaxing. Hey, here's the stuff. Boy, wait in the hangar. I guess this is our chopper. Jetzt bin ich auch noch Michael. Oh Mann. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Ach, da ist der Greifhaken. Oh. Ich kann so Hubschrauber und sowas bei GTA nie steuern. Got it from the military base. And there's all this military hardware in the back. Guns and whatnot.
was a pretty tight job, though, eh? I mean, the planning was there, they went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their heads, right? Yeah, pulled it off. All right. It was us. Of course it was us. Any other clowns would be in Bolingbroke now. Nah, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy, that guy, amateur! Yeah, show us how it's done then, T, if you're such a professional. Just flying along the coast. This whole thing ain't got nothing to do with our thing. Habe ich damals schon gehasst. Hier ist eine Mone hängen geblieben, oder was? Boah, ey. Mal ein bisschen aufsteigen, damit ich nicht an jedem Scheiß hier hängen bleibe. Mehr, ganz offensichtlich mehr. Ist was. Here it is. It's been secured to the seabed. I'll see if I can pry it loose.
compressor to combat earthquakes and tsunamis. Or, no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Yeah, the good kind of nuclear. And is this what your buyer was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Oh Mann, wie langsam. Hey, what's your top side? We can go. Ja, so ein cooler Shot. Bisschen wie die ersten Szenen bei Titanic. We got your coordinates, man. We're waiting on the surface. Get up here, man. Oh nö. Ganz toll. Lift me up, let's go. Hey, come and get me. Das kann sich jetzt nur um Stunden handeln. Ich sehe mich schon untergehen hier, das wäre echt scheiße, das wäre ganz schön für den Arsch. Oh, dieses scheiß verfickte U-Boot. Ich bin immer so einen Moment zu spät mit dem Runtersetzen. Na Gott sei Dank. Oh. Goodbye. Von wo kommen sie, andere Seite? More choppers coming from behind
Scheiße. Es qualmt ganz schön. Bruchlandung, aber es hat geklappt. The fire is going fucking crazy. Oh, and good to see you too. What's it been? Not 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese. Damn, T. This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did. Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. But we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. You own me! Wait, get in that chopper. Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay. All right, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey, we need a score. Remember. Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello? Me too. Wunderbar. Werde ich mal zu Tonya fahren und schauen, was die für mich hat. Hey, I spoke to Steve. We're ready to move. I gotta take the loot to this guy me and Trevor met, Devin Weston. Ganz schön laut. Oh, alright, see you. Well, I'll see you at the lodge. Ich würde wahrscheinlich trotzdem volle Pulle ins Mikro dröhnen.
Schön. Was ist denn hier jetzt? Muss ich dir helfen? Brains, grrr. Any luck? No, not really. It's Vinewood. The only place they made the lobotomy mandatory. Well, I will say I know a lot of people that were killed for this job, but I'm gonna be straight up with you, dawg. It ain't true. Good luck. Thank you. Yeah, I can remember. But it better be worth the time. I am the undead! Ich möchte mal jetzt noch irgendwem aufs Maul hauen und dann werde ich den Stream erstmal ausmachen und die Aufzeichnung bei YouTube hochladen. Na toll. Oh, jetzt habe ich auch noch... ich wollte sie gar nicht schlagen. Oh Gott, schnell den Krankenwagen rufen. War klar, Lenny, dass du genau in dem Moment einschaltest. Ich wollte sie eigentlich gar nicht hauen. Ich hatte mir jemand anderen ausgeguckt, der ist dann aber so schnell dran vorbeigelaufen. In der Regel können sie diese Person jetzt ja so oder so nicht mehr retten, aber ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen und hoffe das Beste. Von wo kommen sie denn? Da! Ah, so ein Zufall. So, und jetzt werden sie nur noch ihren Tod feststellen können, weil ich ihr einfach nur mal einmal einen mitgegeben habe. Das gibt's doch nicht. Die hatte sogar einen Donut in der Hand und einen Kaffeebecher. Oh Mann. Über den Rockstar Launcher? Wieso? Weiß ich nicht. Ich spiele über ganz normal. Was ist denn der Rockstar Launcher? Ja, der schöne Kaffee. Und vor allem lassen die die Leiche jetzt halt auch einfach so hier liegen, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, du siehst mich bei Steam? Ja, ach so. Das liegt daran, dass ich PlayStation spiele. So, so, so. So, jetzt brauche ich erstmal, wo habe ich denn eben mein Bike? Da. Oh, was ist denn hier los? Ah, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie man eine Waffe auswählt auf dem Bike. Fuck. Habe ich das Radio gewechselt? Wie geht das denn nochmal? So. Du bist so ewig nicht gespielt. Das war wohl nix. Die Zimmy, ich weiß gar nicht, was die gerade so macht. Also eben hat sie auf jeden Fall... Scheiß doch drauf. Eben hat sie auf jeden Fall Fire Emblem gespielt. Kann sein, dass sie es jetzt mittlerweile endlich mal in die Dusche geschafft hat. Weil wir noch was zusammen aufnehmen wollen. Und wir wollen die Seiten des PCs tauschen. Also wie erkläre ich das jetzt? Alles, das, was du jetzt hinter mir siehst, soll dahin, wo ich jetzt sitze. Und das, wo ich jetzt sitze, soll auf die gegenüberliegende Seite neben das Fenster, damit das Licht besser einstrahlt und so. Und dann, ja. Wir wollen einfach, dass der, im Prinzip, dass der Hintergrund unserer Streams und so weiter besser aussieht als das, was man jetzt im Hintergrund sieht. Ich glaube, Fire Emblem, ich glaube nicht, dass sie das schon gemacht hat.
sie wollte. Aber die ist da noch ganz schön intensiv am Spielen jetzt auch aktuell. Es nimmt auch irgendwie kein Ende. Ich frage sie hier und da immer mal, wie weit sie ist. Aber sie weiß selbst nicht, wann das mal vorbei ist, das Spiel. Eigentlich spricht nichts gegen Greenscreen. Da, also mein Wunsch war das auch, das mal in Angriff zu nehmen. Und mittlerweile müssten wir es auch eigentlich können. Das vorherige Problem war ja immer der PC, der einfach nichts konnte, was... Also der ist ja bei allem dann abgekackt, ne? Der konnte nur streamen so ein bisschen und alles andere dann irgendwas wegrechnen in den Hintergrund oder sowas. Das ging dann nicht mehr. Das werden wir auch mal ausprobieren dann. Wir haben sogar einen hier. Ich habe ja mal irgendwann an diesen Elgato-Stream-Ständer da gedacht. Wie so eine Beamer-Leinwand, ne? Mal gucken, was die Zukunft bringt. Wir haben einen hier, aber da bräuchten wir dann, weil das einer ist, den man an die Wand hängt, noch irgendwas... Damit, was hängt man denn sowas dann hinter einem auf? Das ist jetzt eigentlich mal eine gute Frage. Weil die Wand ist ja doch eine ganze Ecke weit weg. Deshalb muss ja irgendeine Ständerkonstruktion hinter einem dafür herhalten. Da ist tatsächlich keine Verlinkung zu Discord. Das ist eine gute Feststellung. Die habe ich noch nicht gemacht. Das werde ich direkt im Anschluss mal tun. Ich bin da allgemein noch so... Ups. Ja, habe ich so einfach mal überfahren. Bin noch so neu auf diesem Gebiet. Discord, das ist eine... ganz neue Welt für mich. Das kannst du natürlich gerne machen. Bezahlt wirst du dafür mit unserem ewigen Dank. Ja, heutzutage, es gibt halt so viel mittlerweile bei YouTube und Podcasts und dies und das. Das ist echt schwer, da irgendwie noch mehr Leute ranzuziehen, ne? So, jetzt aber vorsichtig. Ja, ich hatte Discord, wusste ich auch. Ich habe das jetzt ja auch auf dem Handy. Und als ich das damals installiert habe, war das nur, weil Teamspeak ja irgendwie nicht mehr kostenlos war oder eingestellt wurde. Was war denn da los? Keine Ahnung. Jetzt labert der Controller wieder ab. Und dann habe ich mir Discord geholt und da schon mal angelegt, in weiser Voraussicht, dass man sie auch irgendwann mal nutzen könnte. Da gab es aber die App, glaube ich, noch nicht. Und ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache, dass du von überall aus darauf zugreifen kannst. Ne? Das wusste ich damals noch nicht. Oder gab es noch nicht, keine Ahnung. Ist nicht mehr kostenlos, ja, siehst du wohl. Ja, wir hatten damals über Teamspeak tatsächlich auch die ersten Podcasts aufgenommen, wo dann auch der Stefan hier und da dabei war. Und jetzt gibt es dafür natürlich andere, bessere Alternativen. Und wir machen es mittlerweile so, dass jeder seine Tonspur nochmal separat aufnimmt, damit man einfach diese gut es geht bearbeiten kann. Was leider trotzdem, wenn wir mit mehreren das machen, nicht immer möglich ist, weil immer irgendein Scheiß da im Hintergrund zu hören ist oder so, den du nicht rauskriegst. Und ich weiß, also keine Ahnung, womit die alle manchmal aufnehmen bei uns. Mit so Blechdosen, keine Ahnung. Aber es ist dann ganz schrecklich, das wieder zusammenzufriemeln. Deshalb machen Simon und ich hauptsächlich auch die Podcasts nur noch allein. Obwohl schade ist.
Und wenn der Björn mal da ist, dann machen wir es halt von zu Hause aus. Direkt auf dem Sofa, zu dritt drauf und dann ab damit. Aber es gibt so viele Programme mittlerweile, um das eigentlich schön möglichst einfach zu machen, aber irgendwo hängt es dann trotzdem immer. Ach, ich muss den abschleppen. Ich bin auch echt so dumm manchmal. Ja, stimmt. Die Großen haben das auch manchmal, das Problem. Wir wollen auf jeden Fall uns irgendwann demnächst mal ein zweites Mikro noch holen, dass wir halt jeder eins vom Mund haben. Weil einfach das auch nochmal ein Stückchen besser klingt, ne? Aber wenn ich mir anhöre, wie sich das ganz am Anfang bei uns angehört hat, das war ja ganz furchtbar. Das war ja wie 2009 oder so klang das. Worauf ich mal wieder Bock hätte, wäre so ein Horrorstream oder so. Das ging eigentlich immer ziemlich gut. Also bei Resident Evil 7, da war richtig was los beim Stream. Oder auch, was war noch? Outlast. Sowas zieht immer, ne? Weil Leute es geil finden, wenn man sich erschreckt und so. Das zieht halt anscheinend recht gut. Ups. Und wir würden gerne so PS2 und sowas streamen, aber uns fehlt da echt tatsächlich die Hardware. PS1 geht wenigstens noch über die PlayStation 3, aber beim Rest haben wir Pech. Ja, GTA, ich habe auch gesehen, dass das viel bei Twitch drin ist, aber ich dachte mir heute so, wir nehmen später ein Video mit GTA 5 auf. Eine neue Kategorie, wo noch viele verschiedene Spiele kommen werden, wirst du dann ja sehen. Da wird für jeden was dabei sein. Aber was muss ich denn was machen gerade? Ey, bin ich zu früh ausgestiegen. Aber dann dachte ich mir, mein Gott, ich habe jetzt eh gerade Bock, das weiterzuspielen. Ich werde einfach mal den Stream anwerfen, egal ob da jetzt großartig jemand zuguckt oder nicht. Kann man dann auch wunderschön bei YouTube hochladen und wir brauchen da dringend die 100 Abonnenten, damit wir den scheiß Kanalnamen mal umbenennen können. Also die Endung beim Link selbst, weil da steht immer noch powerup.de. Und das kann man erst ab 100 Abos ändern. Und da wir halt bei YouTube eigentlich gar nichts mehr machen oder nicht mehr gemacht haben, kommen logischerweise auch keine Abonnenten hinzu. Und ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen schon, die ich auf geplant gestellt habe, dass die hier und da mal droppen. Und Timmy und ich fallen jetzt aktuell an so ein paar Ideen und wollen auch so ein, so die monatlichen Pickups und sowas wieder reinnehmen. Und das kurbelt das vielleicht auch ein bisschen an und vor allem, dass wir diesen scheiß Namen ändern können. Ups. Ja, wirst du sehen. Ja, wirst du sogar heute noch sehen, gehe ich stark von aus. Ich will das nicht verraten, weil ich versprochen habe, das nicht zu tun. Wir können, ja, wir haben bei Knockout, das Problem ist, dass wir da Videos und so in der Größe nicht hochladen können. Deshalb nehmen wir halt YouTube und verlinken es. Weil wir da nicht die Menge an Datenspeicher und sowas haben. Und das füllen wir eh schon gut genug mit den ganzen Bildern und so. Und das sprengt halt irgendwann den Kostenrahmen, der eigentlich eh schon gesprengt wurde. Für jeden Scheiß, den man halt braucht. Für jeden Pups braucht man irgendetwas. Oh, ätzend. Aber wir haben eine Videokategorie auf jeden Fall bei Knockout. Nur noch nichts eingebunden, großartig, weil halt auch nichts gemacht wurde. Und wir nehmen zur Gamescom eine Kamera mit. Und meine GoPro. Und wir sind abends bei der Gamescom, von 6 bis 7 war das, glaube ich, sind wir immer in so einem, in der
Ich glaube, in dem Indie-Bereich ist das. Da ist so ein Plexiglaskasten, wo man podcasten kann. Relativ schallgeschützt und so, und das machen wir. Wir werden das wahrscheinlich erst hochladen können, wenn wir halt wieder zu Hause sind. Aber wir können immerhin schon mal an dem Tag aufnehmen, wo wir es erlebt haben. Da vergisst man auch nicht so viel. Und wir wollen halt gucken, ob wir vielleicht ein Video zusammenkriegen. Ja, Gamescom, muss ich sagen, privat würde mich das auch wahrscheinlich nicht reizen, weil man dafür dann einfach zu wenig sieht, ne? Wir haben dann den Dienstag, haben wir uns relativ terminfrei gehalten, weil wir da ein paar Fotos schießen wollen und die Messe ein bisschen da drüber laufen und so weiter, wenn es noch nicht ganz so voll ist, obwohl es auch an diesem Pressedienstag in Anführungszeichen auch schon mega voll ist wegen den Wildcards und so. Aber so manche Spiele da anzuspielen im abgeschnittenen Bereich ist halt immer ganz schön. Und man sieht ein paar Leute, man ist immer mal in Köln, kann da abends schön einen trinken gehen und so. Das ist immer ganz geil. Das ist so der Hauptgrund, weshalb ich da eigentlich noch, was mich da hinzieht, sagen wir es mal so. Boah, jetzt schneckt der hier so rum. Ja, ich finde es auch, ich bin mal gespannt, wie es dieses Jahr ist. Jetzt ist ja ein bisschen eine Halle mehr und so. Aber ich denke mir halt, ja, da lassen sie halt auch wieder mehr Leute rein, höchstwahrscheinlich, ne? Ja, die wollen nicht so lange anstehen an den Tagen, aber ich weiß eh nicht, wie man sich 3 Stunden für eine Demo von irgendwas oder geschweige denn nur so einen Trailer, den du ein paar Tage später auf YouTube siehst, anstellen kann. Kommt nicht in meinen Kopf. Also für mich geht es da hauptsächlich ums Leute-Treffen und so weiter, die man halt sonst nicht sieht. Und ja, das Einzige, wo du wirklich schnell mal was spielen kannst, ist bei den Indies und in der Retro-Ecke und bei mega unbeliebten Spielen im Hauptbereich. Und das andere, da stehst du einfach zu lange an. Also da hätte ich einfach keinen Bock drauf. Ich weiß noch, dass wir ein Jahr hatten wir dann so einen Fastpass für Mafia 3 und der Stand von außen sah super geil aus. Wir dachten, wow, was erwartet uns da drin? Das war halt auch nur so ein Gameplay-Demo-Trailer, also nur was zum Ansehen. Und dafür stundenlang anstehen, Alter, das hätte mich echt geärgert. Total sinnlos. Aber es scheint anscheinend trotzdem vielen Leuten zu gefallen, sonst würden sie nicht hingehen. Let's do this. Summer in Mara, oder wie? Muss ich mir direkt aufschreiben. Ganz schnell auf Pause drücken. Ganz professionell, wie ich bin. Was ist das denn für ein Spiel? Lenny. Herzchen. So. Schleimbolzen. So. Steig in den Müllwagen. Ja, das kann ich gut. Kickstarter-Projekt, sowas wie Harvest Moon. Ah, ich glaube, du hast das mal erwähnt. Das sagt mir jetzt wieder was. Ja, wenn sie es da haben, werde ich auf jeden Fall mal, weil das interessiert mich dann auch sehr. Ich stehe auf so Spiele, an denen ich dann mein halbes Leben rumspiele. Auf einer Insel. Also wie Animal Crossing. Mit so einer Insel. Nee, das Spielprinzip finde ich echt gut. Auch so Stardew Valley und all sowas. Da muss ich mich dann nach einer Zeit, ups, zu früh ausgestiegen, immer von trennen und lösen, weil ich sonst nichts anderes mehr spiele. Aber, ey, das ist wie so Sims oder sowas, ne? So Sachen, wo man einfach nicht von wegkommt. Ja, nu? Darf ich jetzt aussteigen? Scheiße. Was ist denn das für ein Kack? Aha. Where are they?
Graveyard Keeper, das habe ich sogar auf der Xbox mal eine Weile gespielt, auf der One, als ich mir mal den Game Pass für 1 Euro für 3 Monate geholt habe. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte, oh, das kommt ja bald für die Switch und das ist wirklich, das ist perfekt für die Switch, ne, das Spielprinzip. Vor allem beim Rumgependeln nach Frankfurt jeden Tag, da kann man schön im Zug dann spielen. Morgens bin ich meistens zu müde, aber auf dem Rückweg, da zocke ich oft. Wende den Wagen und blockiere beide Spuren. Ah, aha. So. Graveyard Keeper werde ich mir also auch demnächst irgendwann mal holen. Vielleicht wenn es mal im Angebot ist oder so. Fand ich nämlich auch geil. Ja, du spielst ja auch viel PC, ne? Ne? Ja, das, also, ich habe damals PC gespielt. Weil ich nichts anderes hatte. Und jetzt spiele ich halt einfach lieber Konsole, weil es für mich einfach bequemer ist, weil ich gern, keine Ahnung, es wird auch Gewohnheitsding sein. Was muss ich denn jetzt machen, sag mal? Habe ich wieder nicht aufgepasst. Wo war denn hier? Steht auch meistens immer irgendwo. Platziere eine Haftbombe an der Hecktür des Transporters. Aha. Ja, Stardew Valley habe ich auch auf dem PC und auf der PlayStation 4. Bei der Switch konnte ich mich noch zügeln bisher. Wie kann ich mich hier nochmal verstecken? Scheiße. Oh. Wie duckt man sich? Oh. Scheiße, war mir so klar. Ja, Farm Together, das habe ich echt bisher. Muss mir auch aufschreiben. Ich sehe dich das öfter spielen. Ich habe es aber selber noch nicht angerührt. Ich bin jetzt mal gerade am Überlegen, ob ich nicht irgendwie zwischenzeitlich jetzt noch einfach was anderes spiele, ein bisschen, weil ich bei GTA 5 nicht so viel reden kann. Da sterbe ich dann immer nur. Oder ich mache halt keine Mission, das geht auch. Geh mal ein bisschen Klamotten kaufen. Wie wär's denn damit? Oder Haare schneiden. Ganz wichtig.
lights. You still owe me dinner. Oh, no doubt. Sag mal, das kam mir jetzt aber nicht so weit vor eigentlich. Naja. Stardew Valley Stream. Oh. Ich wünsche dir viel Erfolg im Bad und Dankeschön, wenn du das in deinen Stream reinbekommst. Das würde uns sehr freuen. Ich werde versuchen, ob ich auch mal reinschauen kann. Ich muss jetzt gleich auch nochmal Dinge erledigen und so, aber ich schau mal. 18 Uhr, da sind wir. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Oh Gott, wie sieht der Scheiße aus ohne Bart? Thanks for stopping by. So. Dann werde ich mal ausmachen erstmal. Und ich würde sagen, das hier landet auf YouTube und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.